Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie leise sein, auch die Band leise sein, jetzt nicht spielen, weil das ist ja das Tolle an diesem Motorrad, was jetzt hier reingeknattert kommt, sag ich mal. Es knattert nämlich nicht, ja? Es macht nur zzzz, ja. So, das ist das Tolle an diesem Motorrad. Es kommt aus Österreich und der Mann, der es erfunden und entworfen hat, der ist jetzt bei uns zu Gast. Bitte begrüßen Sie Johann Hammerschmidt mit seinem Motorrad, der Johammer. So. So. Na, ganz schöner Krach macht das Teil aber. Ich komme direkt mal nach vorne. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Okay. So. Das ist wirklich ein Motorrad, was mal auch aussieht wie ein Motorrad. Ja. Ne? Also es fährt ganz, ganz leise mit einem Elektroantrieb. Wie schnell fährt es? Es fährt 120 km/h. Es ist begrenzt mit 120, könnte schneller fahren, aber so richtig Spaß macht so im Cruisen. Das ist einfach für den puren Genuss gemacht. Es ist ja jetzt, es sieht anders aus als ein normales Motorrad. Was ist das für ein Material hier? Das ist Kunststoff, das ist Polypropylen. Ja. So wie Stoßstangen vom Automobil sind auch so. Ja. Ja. Also da kann man keine Delle reinfahren? Nicht wirklich, nein. Nein. Und wenn man da drauf sitzt und fährt, dann stellt man Folgendes fest. Der Lenker funktioniert anders als ein normaler Motorradlenker. Sehen Sie das? Ja, man kann also... Normalerweise geht beim Motorrad die Achse des Lenkers direkt in die Räder über. Hier ist es anders. Hier lenkt das Rad so und man muss den Lenker so und so bewegen. Also das ist... ist das schwierig zu erlernen? Nein, nicht wirklich. Im Prinzip ist nichts anders. Es hat einfach damit zu tun, dass wir wollten das Teleskop nicht haben, weil ein Teleskop einfach nicht wartungsfrei ist. Und wir wollten einfach ein wartungsfreies Fahrzeug haben. Wer will ein Fahrzeug reparieren? Das will doch keiner. Und auch nicht warten. Das heißt, ich brauche damit gar nicht zum TÜV? Doch, doch, zum TÜV schon, ja. Man muss es natürlich überprüfen, aber ein Teleskop ist einfach wartungsintensiv. Also zwei Jahre, dann muss man es servicieren, ja. Ja. Und das ist bei einem normalen Federdämpfer halt so nicht der Fall. Ja? Der hat doppelte Lebensdauer. Und das war so ein Grund dafür. Und man hat natürlich auch keine Designfreiheit. Also wenn man diesen üblichen Dingen folgt, die man halt kennen vom Motorrad, ja? Teleskop, Motorblock, Auspuff, dann wird es auch immer so sein. Ja? Aber es ist ja ein Elektromotorrad. Ja? Es ist völlig neu zu denken. Also da sind diese alten Muster, die funktionieren nicht mehr. Ja? Ich bin heute Mittag schon mal damit gefahren, bin ein bisschen hier rausgefahren auf die Straßen und hin und her gefahren und habe dann festgestellt, das ist ja, es ist tatsächlich, man hört es nicht, die Leute gucken aber alle, als ob man es hören würde. Nicht? Und das ist, wir zeigen mal ein paar Bilder, also hier können Sie das sehen. Okay. Das hier ist ja auch irgendwie anders, ne? Naja, das ist, man darf nicht hinschauen. Das ist ungewohnt, nicht hinschauen, nach vorne und Strom geben. Und dann geht's von alleine. Ja, ja, ja. Okay. Im ersten Moment ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil die Absolutbewegung nach vorne und nach hinten nicht exakt 1:1 dem entspricht, was man normalerweise vom Motorrad her kennt. Ja. Okay. Gut, dann fahre ich mal eine Runde, ne? Geht schon. So, jetzt bin ich weggefahren. Ja, am Anfang, die ersten zwei Meter ist es ein bisschen schwierig, aber dann geht es wirklich total easy. Und an jedem, an dem man vorbeikommt, stellt man fest, die Leute drehen sich um, die Leute gucken. Und es fährt sich eigentlich wie ein Motorrad. Nach einer Weile sieht man ja. Total entspannt. Ich bin dann auch mal bei Harley Davidson vorbeigefahren und auch da war die Überraschung groß. Die Leute sind rausgekommen, haben sich das angeguckt. So. Das ist das Geräusch vom Auto, was Sie da gerade gehört haben, nicht vom Motorrad. Ja. Hier kann man was reintun. Das ist wie so ein Fach. Darunter sitzt die Batterie. Wie lang fährt das Motorrad? 200 km. 200 km? Ehrliche 200 km. Also man kommt auch weiter. Aber wenn man so cruisend unterwegs ist, wofür es gemacht ist, ja, ja, bestimmungsgemäße Verwendung, wie wir immer sagen, dann sind das 200 km. Ja. Es sind gar keine Instrumente hier auf dem Motorrad. Die sind alle in den Spiegeln drin. Das kann man hier erkennen?
Ja, ja, das ist die Instrumentierung, also der Tacho und die Instrumente sind hier drinnen. Ja, ja, jetzt ist natürlich, hat sich schlafen gelegt, das ja, geht automatisch okay. Und man startet okay. Hier sozusagen an diesem Schloss okay. Mit diesem Schlüssel und dann ist die da Anzeige kann man dann hier. Sehen, ah, okay, da kann man dann sehen, aha, so viel Batterie ist noch drin, so viel Uhr haben wir, so warm ist es und so alles, was wir stehen still. Alles, was man braucht. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Päuschen mache an einer Kneipe oder so, dann ja. Brauche ich nur eine Steckdose. Genau, einfach normale Steckdose, Wirtshaus, ein Cruiser, ein Genießer fährt ins Wirtshaus. Ja. Und dann kriegt man, so wie man sein Essen und Kaffee kriegt, kriegt man natürlich auch Strom. Jeden Wirtshaus. Und eine dann, Stunde. Eine Stunde, ist es voll? Ja. Und dann kann ich wieder 200 Kilometer fahren? Ja. Okay. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Berge fahren sollte und ich fahre dann die Berge rauf und fahre nachher die Berge wieder runter, was passiert denn dann? Kann ich dann das Motorrad wieder aufladen? Ja, ja, ja. Also das elektrische Bremsen macht man auch mit dem Gasgriff. Man dreht den Gasgriff nach vorne. Okay. Und dann kann man sozusagen auch wieder analog bremsen, so wie man auch analog Gas gibt, so kann man auch bremsen. Und damit gewinnt man natürlich diese Energie zurück. Aber das viel Wesentlichere ist eigentlich, dass man keine Bremsen braucht. Also laut Vorschrift braucht man natürlich Bremsen, klar, aber man verschleißt, man hat keinen Bremsenverschleiß und darum ging es ja auch, und das ist ja sehr Unfug, dass wir bremsen so wie vor 100 Jahren. Das ist aber nicht Ihr normales Geschäft, ne? das haben Sie jetzt so nebenbei entwickelt, oder was machen Sie normalerweise? Naja, also unser Kerngeschäft ist eigentlich, also das war so, 1996 habe ich ein Maschinenbauunternehmen gegründet, ja, das mittlerweile okay. Unsere Jungs ganz selbstständig und eigenständig führen und machen. Und von daher kommt eigentlich die Entwicklungskraft und auch die Finanzkraft. Ja? Okay. Also Johammer, das Unternehmen Johammer, ist ein ganz junges. Man muss wissen, die Elektromobilität ist ein ganz junger Spross. Ja? Viele reden darüber, haben aber noch nie wirklich Kontakt gehabt damit. Ja, das ist selbst, und kennen das nicht. Selbst ja? Bei Gitarren ist es ganz neu, dass die Gitarren auch elektrisch funktionieren. Ja, das braucht halt, ne? Bis ja. Das sozusagen in der Gesellschaft einsickert. Fakt ist, das Ding ist gesetzt, Elektromobilität kommt und wird kommen und man muss einfach von Beginn an dabei sein und deswegen haben wir das gemacht. Ja? Ja. Und auch aus diesem Kerngeschäft heraus, weil wir einfach sehr viel mit der Automobilindustrie zu tun hatten und auch immer noch haben. Und es kann immer nur der fahren, der das Ding am Arm hat, oder? Naja, also man kauft sich das. Ah, okay. Und dann halte ich das hier gegen und dann kann ich fahren, ne? Ja. Jetzt geht's aber nicht. Nee. Weil es zu weit weg ist. Ja. Also, weil Sie es haben. Okay, verstehe. Ja. So. Es ist ein zweites drinnen. Ach, es ist ein zweites drinnen, okay. Ja, also wirklich ein tolles Gefährt. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Und es kann ich auch bestätigen, es fährt sich auch sehr gut. Und wenn Sie jetzt noch einen zweiten Sattel hinten drauf machen, dann... Das kommt. Ja. Das kommt auch noch. Ja, ja. Sicher. Sehen Sie? Ja. Ja, hat sich der Besuch doch schon gelohnt. Ja, ja. Ja. Also vielen Dank, Herr Hammerschmidt. Ne? Herr Johammer, sag schon. Johammer, so heißt das Elektromotorrad. Ja, genau. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ich danke. Meine Damen und Herren, Johann Hammerschmidt.